Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit einem, ja, sagen wir es mal, bedingt neuen Fahrzeug, nämlich den 1962er Lincoln Continental. Diesen Wagen werde ich präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch im Tuning natürlich austoben. Und der Wagen ist, wie gesagt, nur so semi-neu, denn es ist mittlerweile ja schon, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, Serie 28 gelandet mit einigen neuen Fahrzeugen, wo ich gleich mal durchgehen werde, was wir da in nächster Zeit sehen werden. Der Lincoln kommt noch aus Serie 27. Den bin ich jetzt bisher noch nicht gefahren, genauso wie den Roschen auch. Ich wollte den Lincoln aber auf jeden Fall nochmal anpacken. Und ich werde mit ihm heute auch ein Fazit zu Serie 27 noch ziehen. Auf jeden Fall. Was ja die US-Serie war. Den Roschen werde ich tatsächlich außen vor lassen, weil den kenne ich halt schon. Der ist jetzt nicht so super interessant für mich, ehrlicherweise. Und ich habe genug andere Fahrzeuge in nächster Zeit, die ich ausfahren kann, deswegen. Ja, wie gesagt, belasse ich es heute dabei, den Roschen aus dem Fazit-Video mal außen vor zu lassen. Aber jetzt erstmal geht es sowieso um dieses Prachtexemplar eines Fahrzeugs hier, wo wir erstmal die Haube gucken können. Also, wo wir erstmal. Okay, wir können uns nicht hinlehnen, aber wir sehen da auf jeden Fall den Motor. Nicht unbedingt klein, man könnte sogar sagen, relativ groß. Wir können auch den Kofferraum aufmachen. Auch da sehen wir gar nicht mal so viel Platz, wie man sich vielleicht bei der Größe des Kofferraums erdacht hätte tatsächlich. Das ist halt geil, finde ich. Das sind Suicide Doors nennt sich das, oder? Ich glaube ja. Ich glaube, das waren die, die so rum aufgegangen sind. Setzen uns mal vorne rein und ja, sehen dann ein sehr klassisches Interieur tatsächlich. In einigen Elementen ähnlich zum Impala, den wir vor ein paar Folgen gefahren sind. Nur hier eben noch sehr, sehr klassisch und auch ein bisschen hässlicher, finde ich, weil die braunen Akzente hier gerade absolut nicht zum Rest des Innenraums dazu passen. Naja, wir starten ihn mal. Klingt nicht schlecht, wir fahren ein paar Meter mit dem Continental. Und wie gesagt, ich werde euch ein bisschen was hier zu diesem Wagen natürlich erzählen, weil das hier ist durchaus ein cooles Aggregat auf jeden Fall. Es ist erstmal, kann man sagen, ein Wagen, ich fahre gerade nicht zum Winterwunderland. Machen wir nachher, nach dem Tuning. Es ist tatsächlich ein Wagen, der schon mal in Forza drinnen war, allerdings in Motorsport 4, also das ist mittlerweile über 10 Jahre her. Ich glaube, wie viele? 15 Jahre? Wann kam Motorsport 4 nochmal raus? 2010 war es, glaube ich, ne? Ne, gar nicht mal. 2010 war Forza Horizon. Ne, 2012 war Forza Horizon. Dann müsste 2011 oder 2010 Forza Motorsport 4 gewesen sein. Also ja, über 10 Jahre, sagen wir einfach mal. Deswegen für mich persönlich tatsächlich das erste Mal, dass ich den Wagen hier in Forza ausfahre tatsächlich. Ich finde ihn aber sehr cool. Ich bin allgemein der Meinung, wir brauchen mehr solche absoluten Schlachtschiffe aus den Staaten, wie dieser hier eben einer ist. Das ist einfach eine Marke für sich und ganz echt noch aus der Ära den einen oder anderen Cadillac als Beispiel. Dann bin ich einfach nur happy. Naja, wir kommen erstmal dann zu ein paar Eckdaten. Wir haben einen 7,0 Liter V8 Motor, welcher 304 PS sowie 630 Newtonmeter Drehmoment auf die Beine stellt. Was, muss man ehrlich sagen, relativ viel ist. Aber halt auf ein Gewicht von 2,3 Tonnen. Was auch relativ viel ist. Und wir müssen bedenken, das sind 2,3 Tonnen zu einer Ära, wo die Sicherheitsstandards jetzt noch nicht so dramatisch hoch waren. Dementsprechend die ganzen Sicherheitsfeatures und so, die heute die Fahrzeuge so schwer machen, sind hier gar nicht drinnen. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass hier sehr viel Gewicht einfach durch, ja, luxuriöse Materialien herkommt am Ende des Tages. Von 0 auf 100 sprintet er dann in 12,4 Sekunden. Brutal einfach nur. Und es wurden knapp über 31.000 Stück davon gebaut. Es ist die vierte Generation des Lincoln Continental. Und es ist streng genommen gar nicht mal ein Lincoln. Dieser Wagen hier wurde von Ford Design. Ford und Lincoln sind ja ein Konzern. Ursprünglich sollte das hier nämlich die Nachfolgegeneration vom Thunderbird werden. Und man erkennt es, finde ich, auch ein Stück weit an den Finnen hinten beispielsweise oder auch am Grill vor allem, da steckt schon Thunderbird drin auf jeden Fall in dem Wagen. Klar, überarbeitet wurde das Ding natürlich trotzdem dann am Ende des Tages. Einfach um halt
dem luxuriösen Image von Lincoln einfach deutlich mehr zu passen. Aber wie gesagt, man erkennt die Züge des Thunderbirds auf jeden Fall schon. By the way, der Thunderbird wäre für das Update ein geiles Auto gewesen. Auch eine absolute Ikone. Aber ja, man war von Seiten Lincoln auch sehr überzeugt von diesem Wagen. Nämlich war dieser hier der erste Wagen in den Staaten mit einer Bumper-to-Bumper-Garantie. Für die, die es nicht kennen, das ist eine Garantie, die alle Schäden am Fahrzeug von Bumper to Bumper, also von Stoßstange zu Stoßstange, beinhaltet. Und das ist alles im Rahmen dieser Garantie für die ersten 2 Jahre oder 24.000 Meilen. Also man war von diesem Auto sehr, sehr, sehr überzeugt. Dieser Wagen ist auch der Präsidentenwagen von John F. Kennedy gewesen. Und ja, was damit den luxuriösen Status dieses Fahrzeugs hier nochmal ein bisschen weiter anhebt, kann man auf jeden Fall mal so sagen. Man merkt auch auf jeden Fall, also wir haben 300 PS, aber man spürt sie nicht wirklich, das ist echt insane. Es ist halt wirklich, man merkt glaube ich bei jedem Fahrzeug, dass das Gewicht wirklich die Sache ist, die ein Fahrzeug gut oder schlecht machen kann. Ich meine, gut, es ist die Frage, was ist hier gut oder schlecht. Ich meine, der Wagen hier ist nicht gebaut, um auf einer Strecke zu performen. Der Wagen soll luxuriös sein. Der Wagen soll einfach ein Statussymbol auch irgendwo sein, wahrscheinlich. Deswegen, dass wir hier jetzt nicht unbedingt aktive Aerodynamik und einen Diffusor haben, das ist erwartbar, denke ich. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke, den Wagen hier zu einem richtig knallharten Rennwagen umbauen, wirklich mit so einem extremen Diffusor und so weiter, ich glaube, das könnte ein echt geiles Project Car sein. Falls ich irgendwann mal an viel zu viel Geld rankommen sollte, erinnert mich daran, dass ich aus einem Lincoln Continental einen Rennwagen bauen wollte. Das wäre eine wilde Sache auf jeden Fall. Geil, 35.000 Credits. Ja, wir werden den Wagen jetzt gleich mal über die Teststrecke bewegen. Vorher jedoch, wie gesagt, einfach nur um noch mal kurz darauf einzugehen, was es noch für neue Fahrzeuge hier gibt jetzt in Serie 28, die wir dann in den nächsten Wochen sehen werden. Der Lotus 211, in der nächsten Folge dann direkt der Morgan Aero GT, der Subaru BRZ sowie der Lotus 340R, mit Ausnahme vom BRZ, alles Fahrzeuge, die wir aus Forza Horizon 4 bereits kennen, was aber trotzdem auf ihre Art coole Fahrzeuge sind, wie ich persönlich finde. Jetzt erstmal werden wir den Lincoln Continental nehmen, das machen, wofür er nie angedacht war, was auch wahrscheinlich noch nie mit einem Continental passiert ist, aber wir bewegen ihn über eine Rennstrecke und zwar genau genommen die Teststrecke. Damit steht der Continental an der Startlinie und marschiert nach vorne, die brutale Leistung ist entfesselt, die Menge weiß gar nicht mehr, wie sie sich halten soll. Und wir sind deutlich schneller, von 0 auf 100 ist die reale Angabe. Das waren unter 10 Sekunden, 3 Sekunden schneller als die reale Angabe. Das ist ein Highlight. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wie akkurat die Angaben hier im Spiel sind. Müssen wir gleich mal schauen, ob er eventuell hier im Spiel sogar eine halbe Tonne leichter ist als in der Realität. Das wäre halt wild auf jeden Fall. Ich glaube es nicht, weil so krass vertun sie sich bei wenigen Fahrzeugen eigentlich. Aber hey, kann ja durchaus sein, weil diese 3 Sekunden müssen ja irgendwo herkommen. Was finde ich auffällt, er hat verhältnismäßig gute Reifen bekommen. Also, ich sehe hier auf jeden Fall die Probleme im Fahrwerk und im Gewicht natürlich vor allem, was die Rundenzeit angeht. Ich sehe vor allem die Probleme gleich in der Haarnadel, weil die wird abenteuerlich mit dem Ding. Wie man sieht, ja, ein Lenkradius ist gegeben, definitiv. Nee, also ich muss ehrlich sagen, ich finde, er fährt sich sehr erwartbar. Ich glaube, damit kann man ihn ganz gut beschreiben. Ich glaube, niemand, der diesen Wagen hier fährt, geht von dem Handling von einem Porsche 911 aus. Ich denke mal, man guckt sich den Wagen an und wird schon wissen, okay, ja, das ist ein Panzer. Ich finde aber, für einen Panzer fährt er sich sogar gar nicht schlecht. Also, das Einlenkverhalten, da habe ich deutlich Schlimmeres schon gesehen aus der Ära. Von Fahrzeugen, die teilweise eine Tonne weniger wiegen. Und das ist kein übertriebener Wert. Ich finde, man merkt auch, durch die Reifen rutscht er jetzt nicht wirklich raus, was ja bei den Fahrzeugen aus der damaligen Ära doch häufiger mal der Fall ist, gerade aus den USA. Also ich finde,
Er funktioniert für das, was er ist, nicht schlecht tatsächlich. Auch wenn das, was er ist, natürlich niemals und in keinem Universum und vor allem auch nicht in einem Paralleluniversum hier hingehört. Also das muss man wirklich nochmal ganz, ganz klar betonen. Das ist ein Wagen, der wahrscheinlich, wie gesagt, es wurden 31.000 Stück gebaut. Ich glaube, kein einziger davon wird mal jemals eine Rennstrecke gesehen haben. Außer im Fernsehen. Also, das sehe ich tatsächlich nicht. Außer vielleicht mal irgendwie als Safety Car für NASCAR oder so. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber ja, also er fährt sich dementsprechend auch sehr gemächlich und sehr ruhig. Du hast sehr viel Gedenkzeit, wenn du auf eine Kurve anbremst, wann du denn einlenken möchtest. Das kannst du dir wirklich haarscharf und genau überlegen. Das ist an sich gar kein Problem tatsächlich. Aber ja, also ich finde auch von der Geschwindigkeit her, ich meine, wir fahren jetzt 160, das in so einem Auto, das ist nicht schlecht. Wir fahren jetzt auf 170 hoch langsam. 180 würde er wahrscheinlich erreichen, beziehungsweise vielleicht sogar knapp unter 200, wenn du wirklich komplett geradeaus fährst. Deswegen, diese 300 PS, die merkt man in der Essenz dann auf der Gerade natürlich schon, auch wenn das Gewicht da natürlich sehr viel dagegen arbeitet und diesen Wagen so ein bisschen hintergeht. In dem Aspekt muss man ganz klar natürlich an der Stelle sagen. Er kommt dann mit 175 km/h über die Ziellinie. Er setzt eine Zeit von 3 Minuten 34, 330. Also ja, ich habe es versucht, auf die 33, 333 zu kommen. Leider klappt es nicht so ganz. Ja, und in der Teststreckzeit, man muss fairerweise sagen, ich glaube, alles, was in der D-Klasse sich aufhält, hat auf der Teststrecke so ein bisschen das Nachsehen, würde ich jetzt mal behaupten. Weil da hast du einfach weniger Konkurrenzprodukte in den meisten Fällen. Und das ist beim Lincoln hier auch so. Also der Lincoln, solange wir keinen Cadillac Eldorado oder so haben, ist die Zeit halt 10 von 10 irrelevant auf der Teststrecke. Deswegen würde ich sogar sagen, wir gehen direkt mal zum Tuning über, weil auch zum Fahrverhalten habe ich, glaube ich, schon alles gesagt. Und ja, wir gucken mal, was dann an sich so geht. Verbindung wurde unterbrochen, das freut mich sehr. LS-Swap geht, dann F450 Diesel, Viper V10, TVA V12 und ja, beide Monster V8 natürlich. Das wäre halt absolut bescheuert. Na, okay, echt nur Forza Aero? Ja, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass man vielleicht irgendwie was Witziges draus machen kann, optisch, keine Ahnung. Leider nicht. Oh, okay, so weißer Reifen würden ihm ja schon stehen irgendwo, ne? Komm, wir machen es einfach mal. Ja, weil das Ding ist, ich gucke mir diesen Wagen an und sehe irgendwie 600 PS. Ich sehe die aber nicht mit Weißwandreifen, bin ich ehrlich. So können wir vorne und hinten auf 280 gehen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich glaube, für 600 PS müssen wir tatsächlich auf Sportreifen gehen. Ich meine, er benötigt die Weißwandreifen jetzt auch nicht zwangsweise. Sie wären halt cool, aber jetzt, wie gesagt, nichts, was man unbedingt braucht, sag ich mal. Ich glaube, die Felgen müssen so oder so auf jeden Fall größer erstmal, bevor ich mir da ein Bild von machen kann. Erstmal 17 Zoll Felgen und dann können wir mal auf andere gehen. Gucken, ob es da was Feines gibt eventuell. Ja, das wird jetzt halt interessant für den Wagen was zu finden, ne? Traurigerweise finde ich sogar passend die gar nicht mal so schlecht. Und ich sage traurigerweise, weil ich ganz genau weiß, das sind Felgen, bei denen ich schon häufiger mal gesagt habe, die sehe ich auf gar keinem Auto jemals. Sind das hier eigentlich die so komisch vom Material her aussehen, dass die 3D-gedruckten von HRE? Könnte sein irgendwo. Würde halt ein bisschen Sinn ergeben, dass die vom Material her so komisch aussehen, dass du die halt ausdruckst und danach einfärbst. Was, also, wenn man den komplett tief liegt, würden die halt auch gehen irgendwo, ne?
Komm, wir nehmen die einfach mal. Auch das Felgen, wo ich immer gesagt habe, die sehe ich auf gar keinem Auto. Aber jetzt vielleicht schon. Dann muss halt schwarz bleiben. Das auf jeden Fall. Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, dass wir den Wagen in einer optisch sehr brutalen Exterieur-Ausstattung halten müssten dann. Jo, okay, also wenn er komplett tief liegt, dann gehen die Felgen auf jeden Fall. Sehr, sehr geil. Überrollkäfig lassen wir jetzt mal außen vor, den brauchen wir nicht unbedingt. Krass, er ist tatsächlich auch bei den 2,3 Tonnen ungefähr. Bisschen weniger, interessant. Wir gehen auf 1,9 runter. Auspuff. Ja, nehmen wir. Und ich kann mir vorstellen, als Sauger kriegen wir die 600 PS gar nicht hin, oder? Na, nicht so ganz. Dann machen wir 500. 500 ist ja auch okay. Ich bin mal auf die Farben gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der sogar nur wirklich so weiß, schwarz und grau hat. Dass der gar nicht so farbenfroh aufgestellt ist wie andere Fahrzeuge. Ui, never mind. Okay, also die erste Farbe ist ja schon mal... Halleluja. Alter, was hat der denn? Da kommen halt noch so die späten 50er durch teilweise. Muss man einfach sagen. Halleluja. Boah. Mach doch nicht so einen jetzt. Player und Games. Scheiß auf schwarz, das Ding wird blau. Ja. Also da habe ich aber jetzt gar keine Hemmungen, das Ding doch umzulackieren. Wenn wir so ein schönes Blau haben, dann nutzen wir es auch. Aber auf jeden Fall. Okay, dann ziehen wir mal so ein bisschen auch mal ein Fazit zu Serie 27. Wie gesagt, ist ein bisschen verwirrend, weil wir sind ja in der 28 auch schon drin eigentlich. Aber ich konnte halt die Folge mit dem Lincoln nicht aufnehmen letzte Woche, weil, na, ich hab's schon gesagt, Donnerstag kommt die Serie raus. Freitag nehme ich die Videos auf normalerweise und ich bin Freitag halt tatsächlich in einen Kursurlaub gefahren, habe eine Freundin besucht. Deswegen kommt die Folge halt erst heute. Aber wir können ja jetzt auf jeden Fall trotzdem so, wie gesagt, ein Fazit mal zu Serie 27 aufstellen. Da müsste ich mich jetzt, also Roche natürlich auch so vorkommen. Da müsste ich mich jetzt nur erstmal die Fahrzeuge erinnern. Wir hatten Plymouth Belvedere, Chevrolet Corvette Z06, den Lincoln hier eben, Chevrolet Nova, Pontiac Firebird, Pontiac GTO und Lucid Air. Ich glaube, das waren sie, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, doch, das müssen sie gewesen sein nach meinen Erinnerungen. Ja, wie bewerte ich die Serie? Es ist ein bisschen ein gemischtes Gefühl, finde ich tatsächlich. Also klar, Corvette Z06, großes, großes Highlight aus der Serie für mich persönlich. Das auf jeden Fall. Ansonsten... Der Lucid war ganz cool, werde ich aber wahrscheinlich auch nie wieder ausfahren. Weil das halt einfach so ein komplett eigener Stil von einem Fahrzeug ist, den ich einfach nicht so extrem feiere. Tatsächlich diese Power-Limousine, die einfach nur gerade ausgehen. Es ist ganz cool auszufahren mal. Aber das ist es halt. Es ist mal cool auszufahren. Nicht auf ewig. Dann... Jawohl, haut rein. Dann hat man ja noch die drei Muscle Cars of Force Horizon 4, die Chevy Nova eben, der Pontiac Firebird und der Pontiac GTO Judge. Die sind auch alle drei ganz fein auf jeden Fall. Cool, dass sie zurück sind. Und der Plymouth Belvedere war auch sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wobei beim Belvedere das Tuning-Potenzial auf jeden Fall ein bisschen geiler noch weiter ausfallen können. Und der Lincoln für mich auch tatsächlich ein sehr geiler Wagen, weil es halt auch was relativ Neues ist, sag ich mal. Im Sinne von, das haben wir so in Horizon einfach noch nicht.
auch mit Lincoln mal eine neue Marke reingebracht in Forza Horizon 5. Und ja, er macht auf jeden Fall auch Laune zu fahren. Gerade jetzt auch hier mit so einem, ich sag mal, schlichteren Tuning. Nicht schlecht, der Wagen. Auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube trotzdem, eine US-Serie hätte sehr viel krasser aussehen können und irgendwo vielleicht auch müssen. Mit dann eben so Fahrzeugen, so was absolut Ikonisches beispielsweise wie ein Thunderbird hätte ich hier gesehen oder den neuen Mustang beispielsweise. Ich finde ehrlicherweise einen einzigen neuen sportlichen Ami ein bisschen wenig bei einer Serie, wo wir 8 Fahrzeuge reinbekommen haben. Gerade wenn ich halt bedenke, dass der Mustang, die Leute ja mittlerweile auch über ein Jahr alt ist, also der hätte auf jeden Fall reinkommen können, finde ich. Das ist für mich die größte vertane Chance, dass wir den nicht gekriegt haben. Und das Carpack hat es halt, finde ich, nicht besser gemacht. Also das Carpack ist für mich die größte Enttäuschung an DLCs, die bisher existiert haben. Auf jeden Fall. Also ja, alles in einem. Ich glaube, ich würde der Serie so eine 6,5 von 10 geben, tatsächlich. Die Corvette zieht den Schritt auf jeden Fall gut nach oben, den Schnitt gut nach oben. Ich hätte halt von einer US-Serie, damit ich wirklich auf eine 7 oder 8 hochgehen kann, oder noch höher natürlich, haben für mich wirklich so die brutal geilen Fahrzeuge gefehlt. Auch vielleicht das eine oder andere, womit man nicht so ganz gerechnet hätte, also... Wie gesagt, da ist auf jeden Fall aus meiner Ansicht noch einiges an Luft nach oben, definitiv. Was ein bisschen schade ist, weil ich finde, es ist sehr, sehr einfach, ein gutes US-Update auf die Beine zu stellen. Wir reden jetzt nicht hier von sowas wie Frankreich beispielsweise, wo du 3-4 Marken hast zur Auswahl. Nein, also das ist ja ein astronomischer Markt auf der Automobilszene. In der Industrie. Also da, das wäre, denke ich, relativ easy machbar gewesen. Aber ja, hey. Vielleicht kommt ja nochmal eine US-Serie, bevor Horizon 6 kommt. Und dann kann ich happy sein. So. Ja, ich möchte tatsächlich jetzt doch nochmal zurückgehen. Dann kriegt der Wagen jetzt halt einen Kompressor. Weil ihm fehlt es an Leistung, also ich merke es, dass er auf den Geraden einfach nicht aus dem Pötten kommt. Die Kurvenlage ist echt geil. Aber er kommt auf der Geraden einfach nicht aus dem Quark. Und deswegen kriegst du jetzt einen Kompressor, ob du willst oder nicht. Das diskutierst du jetzt auch nicht mit mir aus. Du kriegst einen Kompressor. Und du kriegst einen Kompressor auf 640 PS ungefähr. Gehen wir das recht genau noch hin, eventuell auf einen schönen Wert. Wäre ganz cool. Ja, 55 ist okay. Der Wagen könnte so halt fast... Ich müsste noch ein bisschen Gewicht rausnehmen, aber das wäre, glaube ich, echt ein geiler CVR-Wagen auch. Boah, stellt euch mal vor, der Wagen hätte Blaulicht gehabt. Halleluja, wäre das geil gewesen. So, machen da noch ein bisschen Feintuning. Zack, zack, zack. Aber auch da, also ich muss gar nicht so viel machen eigentlich, weil der Wagen hat sich eigentlich sehr stark angefühlt in den Kurven. Deswegen, ich werde am Fahrwerk sogar gar nichts ändern. Das ist jetzt eines der wenigen Male, dass das Fahrwerk mich überzeugt hat tatsächlich, in dem wie serienmäßig ist. Faszinierend. Absolut faszinierend. Ja, guck mal, da geht auch mehr voran. Da geht es doch jetzt ein bisschen mehr nach vorne. Sehr schön. Hui. Und da kommt das 6 sogar. Bisschen. Aber nicht viel. Also das ist sehr gut eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Ja, also ganz ehrlich, 240 würde ich mit dem Wagen nie fahren. Also auf gar keinen Fall. Weil das Ding ist halt... Ja, da ist viel Stahl und was weiß ich verbaut. Also der Wagen ist ja schon stabil in der Grundlage. Es ist nur, wie gesagt, das habe ich ja eingangs erwähnt, trotzdem eine Ära, wo Sicherheitsstandards noch nicht so groß geschrieben waren.
Ich glaube, damals war in den USA noch nicht mal ein Sicherheitsgut verpflichtet. Das kam, glaube ich, erst in den 80ern irgendwann groß auf. Das heißt, wenn du mit dem Wagen Unfall baust, hast du halt erstmal ein Problem, weil der Wagen wenig hat, was dich im Auto selber abfängt. Und zusätzlich dazu hast du noch das Problem, dass der Wagen sich wahrscheinlich trotz dessen, dass er relativ stabil gebaut ist im Verhältnis zu heutigen Fahrzeugen, extrem krass verformen wird, wahrscheinlich bei einem Unfall trotzdem noch. Gehe ich mal wirklich, wirklich stark davon aus. Also ich glaube nicht, dass wenn du... Ich glaube wirklich, wenn du jetzt mit ihm hier einen Frontalunfall mit beispielsweise jetzt im aktuellen Challenger hast, also Challenger nehme ich jetzt einfach her, weil ich sag mal, oder nehmen wir einen Charger. Ich sage jetzt einfach mal, beides Limousinen, beides für die damalige Zeit gute Fahrzeuge, so Standard-US-Fahrzeuge, sage ich einfach mal. Du bist halt richtig am Arsch, glaube ich. Also ich glaube, da hast du je nach Geschwindigkeit ein gigantisches Problem auf jeden Fall. Oder klar, wenn wir jetzt Oberklasse-Limousine mit Oberklasse-Limousine vergleichen, nehmen wir eine S-Klasse und einen Lincoln Continental. Also ich glaube, die S-Klasse macht einen Scheibenwischer und dann war der Continental weg von der Windschutzscheibe. Gehe ich wirklich davon aus. Aber du sitzt zumindest bequem. Immerhin das. Ganz ehrlich, immerhin. Das muss man... Muss man auch mal so in den Raum werfen. Es ist bei Sven natürlich auch sehr passend, dass das ja ein Präsidentenfahrzeug gewesen ist, weil Lincoln ist ja... Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch benannt tatsächlich die Marke nach Abraham Lincoln. Der... Oh Gott... Lincoln war der 7. Präsident, oder? Ich glaube, Lincoln war der 7. US-Präsident. 6. oder 7.? Ich glaube, es war der 7. Ich konnte mal, glaube ich, die ersten 20 auswendig, aber... Mittlerweile nicht mehr. Jawohl, bisschen Slide um die Kurve darf auch sein. Gar kein Problem, was ja... Es ist kein Wagen, der... hier in dem Zustand überhaupt gut funktioniert, aber... Er macht Spaß und ganz ehrlich, das ist die Hauptsache. Wenn der Wagen Spaß zu fahren macht, dann muss er jetzt auch nicht der Schnellste sein. Und das tut er auf jeden Fall. Also, cooler Wagen, finde ich. Sehr cooler Wagen. Mit dieser Ausgabe wäre es das dann hier aber auch gewesen. Schreib gerne deine Meinung zum Lincoln Continental und in die Kommentare rein. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.